Hallo und herzlich willkommen zur Kinderbibliothek. Mein Name ist Winke Bönisch. Ich möchte Ihnen heute dieses Pappbilderbuch Hund, Katze, Maus, Haus von Dunja Schnabel vorstellen. Es ist 2015 im Hamburger Carlsen Verlag erschienen. Für Kinder ab 2 Jahre wird es vom Verlag empfohlen. Umfasst 98 Seiten und kostet 12,99 €. Um was geht es bei diesem Buch? Es geht um diese drei Protagonisten, Hund, Katze, Maus. Und die begeben sich auf eine rhythmische Reise durch reimende Wörter. Und zwar beginnt das hier mit Hund, Katze, Maus. Dann sieht man auf der nächsten Seite das Bild zum ersten Begriff des nächsten Dreierwort, also ein Haus. Und dann geht es weiter, Haus, Garten, Mauer. Da klettern hier dann die Hund, Katze, Maus über die Mauer. Und die Reise geht das dann weiter. Hier irgendwas mit so einem Bauernhaus zu tun. Und dann geht es zum Bauer, Stall, Stier. Und so setzt sich deren Reise fort, ganz quer durch den Alltag. Durch die Natur, durch den Zoo, sie lernen für unterschiedliche Figuren, Menschen, Tiere kennen, bis hinauf in den Weltall geht deren Reise. Es ist so ein bisschen eine verrückte Reise, auch eine Nonsens. Also es gibt nicht so direkt eine erzählende Geschichte dahinter. Man sieht hier, es geht um Musik. Und verschiedene Steine. Hier ein Schnabel zu Kabel. Ja, und das ist eigentlich schon, komme ich schon zu der großen Schwäche von diesem Buch. Dunja Schnabel lässt sich hier von Szene zu Szene, von Reim und Wort, die sozusagen auch das, den, der Rhythmus, den Rhythmus vorgeben und die Erzählrichtung treiben und sie springt ganz hin und her und es ergibt hinten nicht so wirklich eine Geschichte. Also sie versucht das dann irgendwie mit, dass es zum Schluss so ein Theaterstück rauskommt, aber das ist nicht am Anfang erkennbar und die Kinder stellen dann schon die Frage, wieso kommt denn jetzt auf einmal Speck auf und was ist denn das und wieso und warum geht es denn jetzt von dem Thron hier dann zu einer Melone und was hat denn das miteinander zu tun? Und solche Fragen kommen auf und die lassen sich eben sehr schwer beantworten. Andere empfinden das wiederum als sehr überraschend, was dann kommt und finden das als Rätselspaß. Aber selbst sehe ich das also als große Schwäche. Die zweite Schwierigkeit ist, es ist ein sehr dickes Buch, also es umfasst 98 Seiten als Pappbilderbuch und es liegt schwer in der Hand. Und für so kleine Hände, 2 Jahre oder vielleicht auch ein bisschen eher, das ist einfach zu schwer und auch zu lang. Also die Aufmerksamkeitsspanne vom Anfang bis zum Ende reicht nicht aus. Die steigen dann irgendwann mal in der Mitte aus oder fangen wieder von vorne an oder dann woanders ganz hinten und dann geht es rund bunt und das halten die 98 Seiten einfach nicht durch. Also es wäre hier die Hälfte wäre wesentlich besser gewesen. Nun denn, so ist es eben. Von den Illustrationen her dominiert immer so ein weißer Hintergrund. Die Abbildungen sind sehr flächig. Also natürlich spielen immer der Hund, Katze, Maus. Also schon eine Rolle. Das ist natürlich so ein Witz. Weil eigentlich versteht sich Hund und Katze nicht miteinander und Katze und Maus nicht miteinander, aber die drei sind ganz dicke. Also es ist sehr flächig hier. Immer auf so einer Doppelseite gibt so ein Dreier gespannt an reimenden Worten den Bildinhalt vor. Auf der nächsten Seite, wieder auf weißem Untergrund, gibt es das erste Wort vom nächsten Dreier gespannt. Das zieht sich so durch. Dunja Schnabel verzichtet auf all
Details, also die sind hier klar und deutlich, das ist sehr positiv hervorzuheben. Alle Figuren, Gegenstände, Tiere und Menschen sehr deutlich zu erkennen, aber wie hier in dem Stall auf zusätzliche Details verzichtet sie und durch diesen ja, weißen Hintergrund erscheint zwar auch alles klar, aber eben auch alles flach und flächig. Und ja, es gibt keine wirkliche, also es gibt keine Tiefenschärfe, es gibt keine Details. Es ist einfach so, wie es ist. Sie arbeitet sehr viel mit Farbe. Also von Illustration her ist es gut, weil es alles klar und deutlich zu erkennen ist. Für die Kinder nicht zu übertrieben. Hin und wieder hätte man sich vielleicht manchmal gewünscht, mehr Details zum Anschauen, aber ja, die sind in Ordnung. Also eher das Problem finde ich in diesem, dass keine richtige Geschichte erzählt wird. Es gibt keinen roten Band so zwischen den Begriffen, sondern so ein Springen von Szene zu Szene und eben die Dicke des Buches. Deswegen nur 3 von 5 Sternen meine Bewertung. Ja, ich. Mehr die Rezensionen verlinke ich wie immer in der Infobox. Da könnt ihr noch mehr lesen und auch alle Buchinfos gibt es in der Infobox. Ansonsten lesen wir uns auf kinderbibliothek.blogspot.com oder hören und sehen uns hier bei einer nächsten Videovorstellung eines Kinderbuches. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit diesem Buch oder mit einem anderen Kinderbuch. Bis zum nächsten Mal, Ihre Wenke Bönig.